Ja, der grüne Pass, der ist für viele eine Notwendigkeit, die ihnen gar nicht gefällt. Aber ob es einem nun gefällt oder nicht, die Regierung, die gibt sehr viel Geld für den grünen Pass aus. Und zwar ganze 22,4 Millionen Euro wurden bisher dafür ausgegeben. Verständnis zeigt sich bei diesen Summen vielleicht, wenn man sagt, das ist für Datensysteme oder auch komplexe Abwicklungssysteme. Aber nicht nur das ist bei diesen Kosten dabei, sondern auch die Summe der Ausdrucke von Impfzertifikaten. Auch diese sind Teil dieser hohen Summe, die im Rahmen des grünen Passes ausgegeben wird. Die heimischen Apotheken, die bekommen pro Ausdruck ganze 3 Euro von den Behörden. Sieht man sich's einmal an, wenn man ein Blatt Papier ausdruckt, schwarz-weiß, dann kostet das Ganze 6 Cent. Also für die Apotheker ein schönes Geschäft. Sie bekommen fast das 50-fache des Warenwerts. Das stört viele. Die Kritik ist hier groß. Einmal im Monat, da hätte jeder Österreicher und jede Österreicherin die Möglichkeit, sich einen Ausdruck vom Impfzertifikat gratis aus der Apotheke zu holen. Kostenlos ist das aber doch nicht so ganz, denn der Steuerzahler, der bezahlt am Ende die Ausdrucke teuer. Wir haben es uns einmal in Zahlen angeschaut, und zwar im zweiten Quartal 2021. Da wurden fast ganze 1,4 Millionen Euro für diese Ausdrucke ausgegeben. Rechnet man das hoch auf ein ganzes Jahr mit diesem Grundsatz, dann kommt man auf eine stolze Summe von 6 Millionen Euro, die hier für die Drucke ausgegeben worden ist.